Ihr Und werdet ich werde mir das Stoßgebiet mal den Anfang machen. bisschen Anton Schäfer anhören. und Marcelo Aguirre. Also Kameraqualität aus Düsseldorf sehr gut. Gerade hier die seitliche finde ich gut. Die vom überm Tisch ist auch sehr, sehr, sehr flüssig. Die aus Saarbrücken und aus Neu-Ulm gefällt mir überhaupt nicht. Nach zwei relativ deutlichen Sätzen kommt Marcelo Aguirre zwar nochmal zurück ins Spiel und holt sich Satz 3. Da war er aber auch on the fire. Am Ende bleibt Anton Schellberg in der Bundesliga aber kaum zu bezwingen. 1-0 Düsseldorf. So, kurze Pause. Hier, Expertenrat. Einmal an alle Leute, die gerade mit im Chat sind. Das ist jetzt mal eine Sache, die muss ich unbedingt wissen. Ich sage immer Kelberg. Die sagen andauernd Schellberg. Also so wie sch sprechen die das aus. Jetzt sagt mal, eins, schreibt mal eine 1 oder eine 2. 1 ist Kelberg und 2 ist Schellberg. Also ich war im Livestream von Düsseldorf. Freunde, ich habe mir fast, ich konnte mir das Einzel vom Anton fast gar nicht angucken. Dass, wie oft die da Schellberg gesagt haben, anstatt, dann sollen sie ihn doch einfach mit Vornamen nennen. Ich sage jetzt mal, wenn das Düsseldorfer Kommentatoren sind, dann sollen sie doch auch einfach die Vornamen nehmen. Die sind doch da. Ich weiß nicht, also das würde das Ganze auch so ein bisschen ja, zutraulicher machen, wenn man sich dann mit den Vornamen da identifiziert von den Spielern. Aber also Schellberg, sorry. Schon ganz oft Kelberg gehört und jetzt auf einmal wird andauernd Schellberg gesagt. Puh. Kai Stumper hat bisher eine klasse Saison für Düsseldorf gespielt. Gegen Matthias Falk hat er schon zweimal gewonnen und möchte das jetzt auch im dritten Spiel wiederholen. Ja, und das, was der Matthias Falk bisher gespielt hat, ist Wahnsinn, ja. Und dann kommt der Kai Stumper und spielt da Bälle gegen den. Wahnsinn. Die Der Aufnahmequalität, Wahnsinnsleistung dieser mit 11 zu Ballfluss 5, ist so 11 zu gut. 6 und 11 zu 9 holt sich Kai Stumper hier ganz klar das 2 zu 0 für Düsseldorf. Starker Flip. Also dieser Flip überm Tisch. Im Unglaubliche dritten Qualität Spiel und dann gewinnt der dann Kasacke 3-0. Kirill Gerasimenko gegen den Europameister Danchu. So. Und nach dem Ballwechsel. Wow, das Spiel ist einfach unglaublich. So, und da machen wir gerade mal Pause. Freunde, das Spiel von Kirill gegen Dang, das ist das beste Spiel, was ich. Oh, also, ich kann es gar nicht beschreiben. Also, schon sehr, sehr lange ist das das beste Spiel, was ich gesehen habe. Müsst ihr einfach mal schauen. Guckt es euch am besten sogar in der kompletten Länge an. Nicht in so einem Selected, wo dann vielleicht mal einzelne Bälle rausgeschnitten sind. Guckt es euch an, wenn ihr könnt auch noch auf den Livestream gehen von Twitch. Der müsste, ich weiß jetzt nicht, ob bei 1 Twitch, Spotent 1, 2, 3 oder 4, müsst ihr mal schauen, wo das übertragen wurde und guckt mal auf das Einzel. Ich glaube, das geht knapp 50 Minuten. Also was die zwei da gespielt haben. Wahnsinn. In der Kameraqualität. Boah. Hammer. Besonders jetzt ich als Penholder-Spieler, ja, seit neuestem. Dann das dann zu sehen. Von Anfang bis Wahnsinn. Ende war dieses Spiel von solchen Highlight-Bällen durchzogen und es sollte noch richtig, richtig spannend werden. Müssen wir mal auch schauen auf die Anzeige, ne? Gegen den deutschen Meister und Europameister und ich weiß nicht, ob Dang jetzt aktuell in der Top 10 drin ist der Welt, den ersten Satz zu gewinnen.
und den zweiten. Kirill Gerasimenko holt sich tatsächlich Satz 1 und 2 und dann war es die Zeit für den Europameister Danchu richtig aufzudrehen. Da konnte man gerade auch mal gut sehen, dass Kirill ein Butterfly ALC von Marco Freitas spielt. Läge, die der Kirill spielt, kann ich euch leider nicht sagen. Kirill Gerasimenko spielt einen super fünften Satz und hatte 4 Matchbälle. Und dann geht die Danchu-Show los. Müsst ihr euch mal vorstellen, 4 Matchbälle, ne? 4 Matchbälle gegen sich. Bisher beste Ballwechsel der Saison. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Leute, ihr könnt echt. Und ey, 0-2 Satzrückstand. Hammer. Und am Ende insgesamt 5 abgewehrten Matchbällen holt sich Danchu das 3-0 für Düsseldorf. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich persönlich finde das unglaublich gut mit Spotend auf Twitch. Ja. Das Interagieren im Chat und auch mit der Livecam. Klar könnten die Jungs, sag ich jetzt mal, ein bisschen mehr auf den Chat mit eingehen, ist aber gar nicht so einfach. Ich persönlich hätte das, ich würde das so machen, dass einer sich mit auf den Chat fokussiert und der andere ein bisschen mehr aufs Spiel und dann wechselt das nach jedem Einzel. Das wäre eigentlich so eine Vorgehensweise, die ich ganz gut finden würde. Und das war jetzt einfach mal so ein Highlight. Also guckt euch das auf jeden Fall von Kirill und von Danchu. Schaut euch das nochmal in voller Länge an. Das ist wirklich ein Aushängeschild für Tischtennis.